Paris Saint-Germain gegen die Bundesliga All-Stars. Wer kann sich in diesem epischen Battle durchsetzen? Servus oder so und herzlich willkommen zu einem höchst interessanten FIFA 21 Karrieremodus-Experiment. Passt auch perfekt, dass wir hier links direkt Ramos im PSG-Trikot sehen, denn der tritt hier gleich mit seinem neuen Arbeitgeber gegen die Bundesliga All-Stars an. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Erst lassen wir die beiden Teams vom Computer gesteuert gegeneinander antreten in einem ganz normalen 11 gegen 11 Spiel und dann tauschen wir die beiden Vereine noch in die Premier League rein und schauen, wer sich über eine ganze Saison hinweg besser schlägt. Die Idee für das Video habe ich von Beford Lancer, ein englischer YouTuber, beziehungsweise englischsprachiger, aber der macht richtig geile Videos. Der hat das mit der Premier League gemacht und wir tun es jetzt eben mit der Bundesliga. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und der Link zum guten Beford Lancer ist natürlich in der Videobeschreibung drin. Ey, wenn man sich dieses Team von Paris Saint-Germain anschaut, das wirkt so dermaßen, als würden die einfach Karrieremodus im Real Life zocken. Es gibt ja sogar Gerüchte, dass jetzt noch Cristiano Ronaldo zu PSG gehen soll. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, aber ich konnte mir auch schon nicht Messi bei Paris vorstellen. Die Frage ist auch, ob Kylian Mbappé da bleibt. Angeblich will Paris auch schon Lewandowski haben, wenn er dann weg ist. Also es ist komplett übel, was da abgeht. Das ist auf alle Fälle der Kader von Paris Saint-Germain. Den kennen wir auch schon ganz gut. Da musste ich auch gar nicht viel tun, denn ich habe ja wieder den EP installiert, diese saugeile FIFA-Mod. Auch dazu packe ich euch den Link natürlich in die Videobeschreibung rein. Nur die Bundesliga All-Stars, die muss ich natürlich selbst erstellen und ich habe dafür den FC Bayern genommen. Ich wollte die Spiele erst alle in einen anderen Club reinpacken, aber habe dann gemerkt beim FC Bayern, es ist so viel einfacher, weil dieses All-Star-Team natürlich relativ FC Bayern-lastig ist. In der Startelf mit Coman, Goretzka, Kimmich, Lewandowski, Manuel Neuer, Serge Gnabry und dann haben wir natürlich noch Haaland, der Doppelsturm mit Lewandowski, das ist richtig krass. Und eine komplett andere Viererkette, Guerrero, Hummels, Ginter, Mukiele. Auf der Bank dann noch Sané, Müller, Silva, Sabitzer, Angelinho, Süle, Castells. Also ich habe einfach die besten Bundesligaspieler aus FIFA in den Kader hier reingepackt. Und ihr seht schon, was die Breite angeht, sind die Bundesliga All-Stars definitiv besser als Paris Saint-Germain. Mal schauen, ob das dann was bringt, wenn wir eine komplette Saison durchsimulieren. Jetzt beim Spiel gegeneinander wird es nicht wirklich irgendwelche Vorteile bringen. Aber genau damit starten wir jetzt. Die Bundesliga All-Stars versus Paris Saint-Germain. Ich habe meinen Kommentatorenplatz im Wembley Stadium eingenommen und bin absolut gehypt auf dieses Duell, was wir hier gleich sehen werden. Ich wollte natürlich, dass es auf neutralem Grund stattfindet. Deshalb das Wembley Stadium und nicht irgendwie die Allianz Arena oder so. Ey, beim Einlaufen alleine gerade Messi, Mbappé und Neymar nebeneinander. Bin mal gespannt, ob wir das dann in der Realität überhaupt so zu sehen bekommen. Es ist ja häufig mal jemand verletzt und man weiß eben nicht, ob Mbappé überhaupt da bleiben wird. Denn Real Madrid bietet ja richtig viel Kohle für ihn. Die Aufstellung kennt ihr ja eigentlich schon, habe ich euch gerade schon ausführlich gezeigt. Das gleiche gilt für PSG mit dem Trainer Maurizio Roberto Pochettino. Deshalb überspringe ich das jetzt direkt und wir legen los. Ich steuere keine der beiden Teams. Die Bundesliga All-Stars gegen Paris Saint-Germain. Mal schauen, wer sich durchsetzen kann. Der erste Angriff der Bundesliga All-Stars rollt über rechts mit Lewandowski, mit Gnabry, Goretzka zurück zu Kimmich. Sie spielen sich erstmal rein mit ein paar sicheren Pässen. Lewandowski, Goretzka kommt da nicht durch und jetzt vielleicht der schnelle Gegenstoß von Paris Saint-Germain über Neymar. Der hat da sehr viel Platz auf der linken Seite. Neymar zieht ins Zentrum rein. Warum greift denn den keiner an? Aber er versucht selbst an Wijnaldum. Und da ist sie, die frühe Führung für Paris Saint-Germain. Die Szene sah schon so aus, als wäre sie geklärt. Aber dann steht Wijnaldum richtig und netzt hier mit etwas Glück ein zum 1:0, da muss die Defensive etwas energischer sein. Ich muss ja schon ehrlich sagen, so einen kleinen Ticken bin ich mehr für die Bundesliga All-Stars. Ich versuche natürlich objektiv zu bleiben, aber komm schon, ich meine, euch Zuschauern geht es wahrscheinlich genauso. Ihr wollt die Bundesliga All-Stars hier gewinnen sehen. Aber dafür brauchen sie jetzt schon mindestens 2 Tore und PSG kommt schon wieder mit Bernat, dem Ex-Spieler des FC Bayern. Wieder Bernat spielt den auf Neymar. Von Neymar geht so viel Gefahr aus. Kylian Mbappé. Messi ist bis jetzt noch nicht so richtig im Spiel drin. Neymar versucht es da mal. Aber wo ist der erste gefährliche Angriff der Bundesliga All-Stars? Haaland und Lewandowski vorne drin. Das muss doch zwangsläufig zu Toren führen. Aber bis hierhin merkst du davon wenig. Paris Saint-Germain steht ganz sicher hinten drin. Und dann diese Angriffe. 2:0 Mbappé. Und der Pass kam von Lionel Messi. Wem soll Ich bin jetzt schon absolut gehypt drauf, wenn die dann endlich mal wirklich gemeinsam auf dem Platz stehen werden.
Messi ist aktuell ja noch nicht fit genug angeblich. Aber lange wird es nicht mehr dauern bis zu seiner ersten Partie. Jetzt steht es halt 2-0. Die Bundesliga äußert, sie brauchen dringend eine Bude. Wir warten halt ernsthaft immer noch auf die erste Torschuss für die Bundesliga Allstars. 0 Schüsse haben die bis hierhin abgegeben. Von PSG kamen immerhin 5, von daher die führen verdient hier. Aber gerade im zentralen Mittelfeld ist die Bundesliga doch so viel besser aufgestellt. Aber das wirkt sich bis hierhin so gut wie gar nicht aus. Ich bin ja mal gespannt, ob das dann im Karrieremodus einen Unterschied macht. Deshalb nenne ich das Video ja auch immer noch Karrieremodus-Experiment. Das war jetzt mal gut gespielt, aber Haaland dreht sich einfach in den Gegner rein. Links unten ist ganz viel Platz für Kingsley Coman. Coman zu Goretzka, das ist Goretzka, schießt doch, Junge, er geht ins Dribbling. Und dann verliert Lewandowski den Ball gegen Ramos, der bis hierhin wirklich ein überragendes Spiel macht, muss man sagen. Aber jetzt läuft es gerade mal ein bisschen besser für die Bundesliga. Komm, schick Goretzka, Leon Goretzka. Hätte da auch nochmal querlegen können auf Lewandowski, aber er versucht es lieber selbst. Und den Schuss hält Navas natürlich. Jetzt vielleicht Lewa, kommt da nicht ran. Jetzt ist der Raum da für Coman zum Flanken, aber er wählt lieber den Pass nach hinten. Coman setzt sich durch gegen Marquinhos, bringt den Ball rein. Und wieder war es Goretzka da in der Mitte. Pereira kommt rein bei Paris Saint-Germain. Der soll jetzt unter anderem diese Kopfbälle verhindern. Goretzka, wenn eine Chance, dann immer wieder Goretzka. Schön langsam läuft in Bundesliga Allstars halt die Zeit davon. Die haben bis hierhin auch noch nicht gewechselt. Und dann ist der Ball auch ganz schnell wieder weg. Sabitzer für Goretzka. Vielleicht hat der eine bessere Chancenverwertung. Aber das bringt halt wenig, wenn Paris jetzt das 3-0 macht. Und es ist wieder Wijnaldum. Da lege ich mich fest, das war die Entscheidung. Dazu jetzt auch noch eine riesen Freistoßmöglichkeit für PSG. Den schießt Neymar an den Pfosten. Kurz darauf pfeift der Schiri das Spiel ab. Und damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass das so eine eindeutige Geschichte hier wird. 3-0 fertig Paris Saint-Germain die Bundesliga Allstars ab. Dann kommen wir jetzt zu Teil 2 des Experiments. Und ich hoffe wirklich, dass es dieses Mal besser läuft für die Bundesliga Allstars. Dafür tausche ich jetzt Norwich mit Paris Saint-Germain und Brentford mit dem FC Bayern, aka den Bundesliga Allstars. Ich selbst wähle als Club Leeds United. Darf natürlich keine der beiden Teams steuern, damit das hier nicht unfair wird. Das Sommertransferfenster muss ich noch deaktivieren. Trotzdem könnten die Clubs dann theoretisch Transfers im Winter machen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da viel passieren wird. Um Leeds United geht es natürlich nicht. Stattdessen um die Premier League mit Paris Saint-Germain und eben dem Bundesliga Allstars. Und dafür simuliere ich jetzt direkt mal weiter. Und zwar erstmal bis in den Januar 2022. Die ganzen Premier League Clubs sind natürlich unberührt geblieben und dank des EEPs haben die auch alle ihre neuen Transfers am Start. Also bei Manchester United spielt zum Beispiel ein gewisser Jadon Sancho. Als erstes sehen wir hier nur den FA Cup, aber darum geht's uns natürlich nicht. Wir wollen wissen, was ist mit der Premier League? Leeds auf der 13. Wann kommt der FC Bayern? Und wann kommt Paris Saint-Germain? PSG auf der 1 mit 52 Punkten. Bayern bzw. die Bundesliga Allstars sind Dritter mit 50 Punkten. Also da ist definitiv für beide Teams noch alles drin. Das Rennen ist weiterhin komplett offen. Und auch Manchester City kämpft ordentlich mit um den Titel da vorne. Uns geht es aber natürlich vor allem um das Duell zwischen Bundesliga und Paris Saint-Germain. Am Ende der Saison schauen wir dann auch, ob die irgendwelche Transfers getätigt haben oder so. FA Cup ist auch noch nicht so interessant. Im Carabao Cup ist PSG noch drin und Bayern hingegen gegen City rausgeflogen. Es läuft auch hier halt leider ein bisschen besser für Paris Saint-Germain. In der Champions League spielen beide nicht mit, weil ich die ja gegen Clubs getauscht habe, die nicht in der Champions League dabei sind. Und das gleiche gilt für die Europa League. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Wenn ich dann irgendwann mal wieder sowas mache, dann kann ich die ja vielleicht da auch noch mit reintauschen. Gebt mir da sehr gerne Feedback dazu in den Kommentaren. Und während ihr das tut, simuliere ich jetzt ans Ende der Saison in den Juni 2022. Wir sind am Ende der Saison angekommen. Was glaubt ihr? Wer kann sich durchsetzen? Ist es wieder Paris Saint-Germain oder steht doch am Ende der FC Bayern bzw. die Bundesliga Allstars an der Spitze? Wir schauen es uns gleich an. Vorher werfen wir einen Blick auf die Top-Torjäger in der Premier League. Und da ist weder ein Spieler von Paris Saint-Germain noch einer aus der Bundesliga vorne. Die ersten beiden davon sind dann aber Messi und natürlich Lewandowski. Wer auch sonst? Top-Vorlagengeber ist Salah, danach Messi. Lewandowski 9 Vorlagen, auch nicht so verkehrt.
gesagt. Also das gibt zumindest schon mal ein bisschen Aufschluss über das Ergebnis. Komm, bringt jetzt nichts, das hier so lange rauszuzögern. Wir schauen es uns jetzt gemeinsam an. Platz 9 Everton, Platz 8 Chelsea, Platz 7 Tottenham, 6 Leicester, 5 Manchester United. Auf der 4 könnte jetzt schon einer der beiden Vereine kommen. Es ist aber Manchester City. Auf der 3 ist dann der FC Bayern, die Bundesliga All-Stars. Verlieren also ein weiteres Mal das Duell gegen Paris Saint-Germain, die aber auch nur Zweiter werden. Und die haben nur einen einzigen Punkt mehr als Bayern. Es geht so dermaßen eng zu. Liverpool wird Erster am Ende. Schade, schade, ey. So ein knappes Duell, Mann. Ein einziger Sieg mehr für die Bundesliga und schon wären die vor Paris Saint-Germain gewesen, die nicht den FA Cup holen, aber sich insgesamt durchsetzen gegen die Bundesliga. Carabao Cup wird gewonnen. FIFA Club World Cup geht an Chelsea, Conference League gewinnt Tottenham. Ich gehe das jetzt einfach ganz schnell durch, weil das kann ja nicht schaden und vielleicht interessiert es ja irgendjemanden. Champions League Sieger ist Villarreal, was zur Hölle? Aber es ist halt weder Bayern noch ein guter Spiel aus der Bundesliga noch Paris Saint-Germain dabei. Das Hinspiel am 12. September zwischen den Bundesliga All-Stars und PSG hat übrigens PSG mit 2:0 gewonnen. Das Rückspiel ging dann aber an die Bundesliga 2:1. Was vielleicht ansonsten noch ganz interessant ist, sind die Teamstatistiken, wer so eingesetzt wurde. Bei den Bundesliga All-Stars hat einfach Stefan Leiner 33 Partien gemacht. Aber gut, der ist halt von Haus aus Rechtsverteidiger. Mukele ja nur RAV, wobei Angelino 20 Partien, Leimer 18 Partien, das ist auch ordentlich. Man muss ja auch bedenken, es können sich immer mal Spieler verletzen. Und da kamen echt viele verschiedene Spieler zum Einsatz. Man muss aber auch sagen, diese Mannschaft hat die Breite. Und zwar so dermaßen. Bester Torschütze Lewandowski, dann Gnabry, dann Haaland mit nur 9 Buden, ey. Das ist für einen Erling Haaland schon eine sehr, sehr schlechte Ausbeute. Klar, PSG wollen wir jetzt auch noch schnell anschauen, wobei die natürlich bei Weitem nicht so interessant sind. Messi, Neymar und Mbappé haben jedes einzelne Spiel gemacht. Da war keiner auch nur eine einzige Partie verletzt. Also es kam halt auch noch das nötige Glück dazu für die. Bester Spieler natürlich ganz klar Lionel Messi, das kann man hinten ja auch nachschauen. Durchschnittsrating 7,5. Und damit schließen wir dieses FIFA-Karrieremodus-Experiment ab. Der Sieger ist ganz klar Paris Saint-Germain. Die stampfen die Bundesliga All-Stars in den Boden. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Experiment fandet. Verbesserungsvorschläge sind natürlich erwünscht. Zeigt es mir gerne auch mit einem Daumen und schreibt in die Kommentare, wenn ihr weitere Ideen in die Richtung habt. Der Bifo hat PSG ja dann als nächstes gegen eine Weltauswahl spielen lassen. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich will jetzt aber auch nicht komplett dem Ei seine Videos kopieren. Aber das hier musste einfach sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Bernie. Falls du das letzte Video nicht gesehen haben solltest, ganz einfach hier draufklicken, reinziehen. Let's go, Dude. Anderes Video darunter, extra für dich ausgewählt, falls du das schon gesehen haben solltest. Und natürlich Infokarte, Playlist und so weiter. Da gibt's mehr als genug Content von mir.